Dann machen wir uns an den nächsten Krampf ran. Spielen wir gegen Dings. Ist Arena ein eigener Ort? Nee, right? Boah, das wäre jetzt strong. Das wäre geil. Das wäre jetzt aber auch, glaube ich, zu schön. Cerulean City. Nee, leider nicht. Was haben wir in Cerulean City nochmal her? Haben wir da wenigstens irgendwas Gutes her? Dass ich sagen kann, den haben wir wenigstens auch gut benutzt. Tami schmeißt den Delfin in den Vulkan, aber wirklich ein bisschen, ne? Pokémon Tower? Hä? Was haben wir hierher? Da muss ja irgendwas im Squad sein. Ja, ich würde mich so halt aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben da zumindest einen Mon gezogen, was ganz nett ist. Das gute Hisui haben wir hier. Ich glaube, das war es dann schon wert, würde ich sagen. Ich glaube, da haben wir jetzt nichts Schlechtes dafür gezogen. Also das geht schon gut fit. Ja, so, wie klatschen wir jetzt die nächste Kacke hier? Gegen Erika müssen wir wenigstens nicht kämpfen, das ist ganz gut. EQ, Iron Head, Stealth Rock, Volt Switch. Gehe ich mit, kann man machen, finde ich auch. Belly Bolt, Rotom Wash, Pawmot, Manectric Mega, Iron Hands und die ganze Zeit ist Electric Terrain aktiv. Das ist schon ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo, Rizzi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hello. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis hierhin. Also, das wären schon mal drei heiße Kandidaten, wo ich sage, die kommen vermutlich eh mit. Da nimmt man sich nicht viel. Endlich mal Zeit für einen Downy-Stream. Das sagt man. Ja, Iron Threads hat halt einen Fokus. Gut, ich weiß, ich können wir den mit Greninja Loaded Dice irgendwie wieder erledigen. Ist das so ein Ding? Iron Threads? Greninja, wir sind die normale Form, aber wir könnten. Wie hieß Dings? Rocko Missy haben wir gerade geklatscht, ja. Wir können einmal Mystic Water spielen. Oder sogar einen Expertengurt, fällt mir gerade auf. Und wir spielen. Wie heißt Sturzbach auf Englisch? Torrent. Bei Torrent boostet ja auch nochmal Wasserattacken. Leider ganz knapp. Wir haben. Ah, warte, das sind drei Hits. Ah, never mind, wir schallern den mit Greninja einfach weg. Der weiß ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ach so, aber wenn ich nicht Loaded Dice spiele, dann habe ich keinen Expertengurt. Aber es reicht auch punktgenau mit Modest aus. Okay, dann wird Greninja unser Lead mit Torrent zusammen. Weil das boostet nochmal die Wasserattacken, die man eh schon hat. Und dann juckt mich ein Iron Threads mit dem Fokusgurt erstmal gar nicht. Und dann ist mir auch scheißegal, welchen Buff der sich gönnt. Und das Gute ist auch, egal was danach kommt, wird auch eine Elektroattacke rausschallern. Ja, ja, aber er kriegt ja einen Init-Boost mit Quark Drive. Oder? Oder bin ich jetzt blöd? Weil Iron Threads bester Wert oder höchster Wert müsste ja sein Speedwert sein. Ne, er kriegt sogar einen Death-Boost, wenn ich das hier richtig sehe. Er müsste sogar einen Death-Boost bekommen. Aber er kriegt auf jeden Fall keinen Speed-Death-Boost, also ist mir das egal. Der ist Greninja schon fertig. Legit Greninja braucht fast nichts anderes in diesem Kampf, außer ein bisschen mit Wasserattacken um sich donnern. Ja, Belly Bolt, weiß ich noch nicht. Rotom Wash, kann Siedewasser sogar. Pawmot schon wieder mit Punching Glove. Electric Mega und Iron Hands haben wir da noch. Rotom Wash können wir mit Lantern checken. Ah ja, keine EVs eben. Belly Bolt kriegen wir eigentlich easy mit Gura Hisui hin. Der macht ja gar nichts dagegen. Wobei Belly Bolt macht allgemein nichts gegen Drachen. Habe ich noch irgendeinen Drachen? Labras. Ah, okay. Ich glaube, sonst habe ich gar keinen Drachen, ne? Schade. Dann kümmert der sich darum. Lantern um den hier. Pawmot ist noch ein Fragezeichen. Nidoqueen kümmert sich aber um Manectric Mega. Das finde ich eigentlich ganz gut. Iron Hands hat halt eine Offensivweste. Wie checken wir die Hände?
Die Hände sind mir noch ein bisschen Dorn im Auge, gerade mit Plasmafäusten. Schallern die schon sehr und Formot müssen wir noch hinbekommen. Ich kann eine Anti-Eisbeere, ne? Na klar, wir haben es was gefunden bei HelloFresh. Ich muss halt nur aufpassen, weil Mann und so nicht alles essen können. Aber da gibt es ja dann auch trotzdem eine gute Auswahl, ne? Und ich meine, es geht ja auch noch ein bisschen, also zur Not, wenn ihr euch für nächste Woche zum Beispiel noch nichts gefunden habt, dann gibt es auch für übernächste Woche auch wieder was Nices Neues, also. Ich glaube, jeder, der Bock drauf hat, der findet sich da auch was. Da glaube ich sehr daran. Ah ja, vielen Dank an der Stelle natürlich nochmal, ne? Ich kenne HelloFresh ja schon, daher weiß ich, wie es funktioniert. Sehr gut. Irrlicht-Azuglades gegen Pawmot, weiß ich nicht. Wenn der mir da. Also der ist nämlich schneller, jagt mir einen Donnerschlag im Electric Terrain rein. Der hat aber nicht so viel Spidef, leider. Im Pawmot was reinzuwerfen, ist schwierig. Ich sehe, wenn am ehesten Bronzong. Aber der kriegt halt auch von Donnerschlag viel. Ansonsten wäre das Decidueye. Wäre tatsächlich momentan meine Überlegung mit einer Yachi Berry ausgerüstet. Das fände ich persönlich momentan noch mit am besten. Weil ansonsten, da kommen wir dann nämlich in die Prio-Attacken jucken mich nicht. Und maybe sind wir sogar schneller mit Decidueye. Weil der hat ja 100 Base Speed in dem Spiel. Das heißt, wir könnten ihn, glaube ich, sogar outspeeden. Pawmot kommt auf 180 Speed. Ich glaube, das CGI könnte das hinkriegen. Bin auch interessiert an HelloFresh. Lohnt sich das als Single? Also, ich sag mal so, wofür es sich sowieso immer lohnt, ist es zumindest einmal probiert zu haben, finde ich. In dem Sinne, dass man einfach mal guckt, wie man das Konzept so findet. Gerade mit den Rabatten, sage ich, kaufst du nicht wirklich teurer. Also, wenn du Rabatte hast, kaufst du auch nicht unbedingt teurer als im Laden ein, finde ich. Und auch als Single. Gut, du bestellst dir jetzt die Portion dann wahrscheinlich für zwei Personen, weil ich glaube, zwei Personen müsste das Minimum gewesen sein. Aber ich sag dir ehrlich, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Mal fallen die Portionen größer, mal kleiner aus. Also wenn du alleine bist, funktioniert genauso gut. Ich glaube, Leula hat sich das zum Beispiel auch schon mal bestellt. Der hat das, glaube ich, alleine für sich bestellt als Single. Und der fand es auch nice, soweit ich das auf dem Schirm habe. Also von daher, ah nee, Pawmot ist trotzdem schneller. Wie viel Base Speed hat der? Aber ja, nee, ergibt ja Sinn. Aber auch mit zwei Level drunter ist der schneller, schade. Also zur Not kann man das auch 2 Tage essen. Eben, also für den Preis, sage ich dir ehrlich, würde ich es machen. Also gerade bei so einem Angebot kann man das schon gut mitnehmen. Ich gucke jetzt mal kurz. Overgrow Leaf Blade macht 78 bis 92. Wenn ich da jetzt noch Adamant hinpacke, dann können wir den danach immer mit Shadow Sneak besiegen. Ja, dann ist das mein Play. Also kann ich tatsächlich auch, ne, logischerweise bin ich momentan mit denen gepartnert, ne, sage ich das, aber auch so würde ich dir tatsächlich sagen, mit den Preisrabatten, also würde ich das jetzt angeboten bekommen, würde ich mir das auch holen. Weil das ist ja preislich, preis-leistungstechnisch wirklich saugeil. Mit den Rabatten. Und ey, vielleicht taugt es dir ja und du machst es öfter. Ne? Das kannst du ja dann am Ende für dich entscheiden. Wenn du es danach gleich wieder abbestellst, dann ist dem so. Dann hat es dir halt nicht getaugt. Aber ich finde es zum Probieren super. So, da ist Leafblade. Ich wollte gerade schon sagen, wehe, der kann kein Leafblade lernen, dann wäre ich aber sauer. Brauche ich Sucker Punch eigentlich? Eigentlich nicht wirklich, ne? Ich glaube, dann spiele ich lieber hier eine U-Turn oder. Vielleicht sogar eine Synthese. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja, das schaut eigentlich ganz geil aus, muss ich sagen. Dann ist der schon fertig. Ich esse sowieso für zwei, so wäre das jetzt kein Problem. Das fühle ich ein bisschen. Also ich muss sagen, wobei doch, es kommt auch ein bisschen drauf an, was du bestellst. So gerade diese High-Protein-Rezepte. Die ballern natürlich auch, weil es halt High-Protein-Sachen sind. Also von denen bin ich schon gut satt geblieben, von der Größenoption und so. Ich bin kein großer Esser, deswegen eher 2 Tage. Ich glaube, dann lohnt es sich fast noch mehr. Weil dann musst du nicht einkaufen gehen und so. Du musst dir auch nichts überlegen und aus dem Arsch ziehen und so. Also wenn du Bock hast, probier es einfach mal. Natürlich sehr gerne mit meinem Code. Kannst du unten über den Button da drauf kommen, beziehungsweise das Panel.
oder auch über den Link, aber ansonsten kannst du es dir auch einfach für die Zukunft natürlich merken und irgendwann mal probieren auch, ne? So ist jetzt natürlich auch nicht. Ich glaube, das ist auch schon wieder der beste, die besten Moves, die ich hier spielen kann. Wir brauchen jetzt hier nur, darf ich nicht vergessen, Torrent. Und dann mit Loaded Dice zusammen passt das. Der ist fertig. Dann, wir wollen hier Sapzipper haben für HP Grasses und so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und eigentlich drücke ich auch gegen alles, was da drin ist, Drachenpuls. Gigasauger vielleicht noch gegen Rotom Wash. Actually könnte man den Sub sogar drauf lassen. Ja. Und dann bringe ich dem noch Protect bei und gönne ihm noch Überreste, ja. Also ich kann es zu jedem empfehlen. Ich habe leider keine Bilder gemacht, weil ich sagen muss, ich weiß nicht, also so schlimm war das Kochen noch nie in dem Sinne, dass beim Anrichten so ziemlich alles schief gegangen ist, was schief gehen konnte und das deshalb nicht so nice aussah. Aber ich kann euch sagen, es war alles sehr, sehr geil. Also es war witzig, weil alles, was meiner Freundin, also die Favoriten von meiner Freundin waren genau die Dinge, die ich nicht so favorisieren würde. Dafür habe ich alles favorisiert, was sie nicht favorisiert hatte. Also da war auch ganz wild. So, ich glaube, die sind jetzt soweit fertig, ne? Ja. Wobei, hier muss ich noch die Moves anpassen. Ne? Du bist für Rotom Bosch da. Haben wir noch irgendeinen besseren Move außer Zauberschein? Ich glaube aber fast nein. Das Gold würde ich trotzdem natürlich mitnehmen statt Parabolic Charge. Und dann sind wir aber schon fertig. Lohnt sich hier eine Flip-Turn mit Electric Terrain? Glaube ich, lohnt sich sogar Voidwechsel mehr. Ja. Dann haben wir hier unser Mannequin fertig. Decidueye ist fertig. Nidoqueen tritt gegen Manectric Mega an, ne? Ja. Eigentlich kann der mir nicht wirklich was. One-shottet Nidoqueen den einfach mit einem Modest Nature. Ist das so ein Ding? Nidoqueen. Queen. Sind Level 68. Ich brauche auch. Ich kann auch eigentlich immer Modest fahren. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht Modest zu fahren auf dem Ding. Gegen Manectric Mega. Killt das immer. Wobei, nee, das ist das Falsche. Das ist das Level 34er. Aber auch so killt das immer. Weil dann könnten wir sogar eine Anti-Eisbeere einfach auf den klatschen. Und dann würde der zur Not auch nochmal gegen Pawmod gewinnen können. Wenn es denn sein müsste. Je nach Damage Roll und so. Könnten wir sogar überlegen, Calm zu spielen auf Nidoqueen, damit wir von Manectric weniger Damage bekommen. Das fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Bei Earth Power killt halt. Ah, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich dümpel, hab falsches Wesen, nicht richtig drin. Okay, wir spielen doch einfach Soft Sand, dann One-Shotten. Wir brauchen doch Soft Sand, um den zu One-Shotten. Schade, aber ist okay. Also, wenn nutze ich schon deinen Code gerade nach der netten Beratung, das freut mich natürlich sehr. Na, hilft mir natürlich auch, ne? Wir sind an der Stelle natürlich so transparent, das hilft mir natürlich auch sehr, kann ich nur sagen. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich fünf Pokémon schon fertig. Und was war jetzt das letzte Mon, was ich noch mitnehmen wollte? Ich glaube, für mehr habe ich noch gar nicht geplant, ne? Kann es sein, gegen Iron Hands habe ich ja immer noch nichts. Ich glaube, Bronzong einfach nur. Aber Bronzong ist halt jetzt auch nicht das Wahre. Wir haben halt auch nur ein Boden-Pokémon, ne? Das ist halt auch echt nicht so geil, nur ein Boden-Pokémon zu haben, muss ich gestehen. Ich glaube, mir bleibt aber nicht viel anderes übrig, als Bronzong zu benutzen, weil. Also es geht ja halt auch legit nicht anders. I guess, wenn ich mein Nectric Mega mit wem anderen checken könnte, aber gerade mit Rising Voltage, sehe ich das nicht. Ich glaube halt fast auch, dass Bronzong von Iron Hands getwo-shottet wird mit den Plasma Fäusten im Electric Terrain. Gucken wir mal. Vor allem macht Bronzong halt auch nicht so viel zurück. Das ist das nächste Problem halt. Boah, das macht 66 bis 78. Ich glaube fast, wir müssen. Boah. Ein Call immer noch Azugladis. Aber das Problem ist, ich weiß nicht. Ja, wobei.
Also wir haben halt ein Problem, wenn quasi Greninja killt und das nächste Mon, was reinkommt, Iron Hands ist. Ansonsten könnte man nämlich Nidoqueen zur Not auch noch für den benutzen. Weil Azogladis kann ich natürlich auf die Kampfattacke einmal reinschicken. Ich weiß ja nicht auf wen, also auf Budo Hisui würde ich sagen, kommt der am ehesten noch rein. Und dann drückt er natürlich die Kampfattacke. Boah, das ist alles scheiße. Ich befürchte fast, der muss es sogar wirklich sein. Aber Will-O-Wisp ist halt eigentlich auch nicht das sicherste auf diesem Planeten. Wo kriege ich denn den Banett-Nieten her? Weil ich kann eigentlich eine ähnliche Strategie mit Banett fahren. Und könnte da genau dasselbe machen. Und habe ja dann Prankster auch. Wobei Banett Mega ist ja sogar normal hier. Oh, das ist sogar eigentlich ganz geil. Und das ist sogar ein bisschen brüchiger, glaube ich, als normalerweise. Ah, hat halt gar keinen Bulk, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Iron Hands eskaliert zu sehr. Ich überlege auch schon, ob ich irgendwo ein gutes Kontermon habe, aber ich muss ja auch erstmal in den reinkommen. Ich weiß nicht, ob der straight up immer Fake Out drückt. Ich glaube aber fast nicht. Aber der performt eigentlich so gut, ne? Ich habe auch das Gefühl, ich kann nicht wirklich was anderes machen. Ich glaube, wir müssen das fast machen, weil wir können nicht wirklich was anderes machen. Das heißt, wir spielen Will-O-Wisp. Und dann haben wir Bitterblade plus Psycho-Cut drauf. Ich glaube, das ist ganz gut. Brauche ich eine Shadowclaw gegen irgendwen? Drücke eigentlich eh gegen alles Bitterblade, außer gegen Rotom Wash. Aber gegen Rotom Wash will ich auch gar nicht drin bleiben. Der wird auch schneller sein durch Timid. Also passt das. Dann ist das das Set. Und ich change das Nature nochmal auf plus Death. Damit wir einfach so gut es geht die Moves überleben. Und dann kriegt er noch eine Zitrobeere von mir reingedrückt. Und besser wird es heute nicht mehr, glaube ich. Und dann können wir ja gucken, ob wir wechseln können. Vielleicht können wir auch irgendwie gut rumpivoten oder sowas dann. Ich gucke jetzt mal kurz. Cerulege. Level 68 gegen dieses Iron Hands. Hohoho, die Plasma-Fäuste. Ich breche. Breche. Oder habe ich irgendwie die Möglichkeit, one-shot ich den zufällig einfach mit Psycho-Cut? Sharpness? Nee, niemals. Niemals. Wobei, der hat keine HP da. Ja, auch dann niemals. Auch dann niemals. Ja, dann ist Willow immer mein Play. Boah. Also wenn Plasmafäuste kommen, dann könnte ich sogar dran verrecken. Zu einer sehr geringen Chance, aber es könnte passieren. Also wir müssen auf jeden Fall auf 0 auf den rein und dann muss er geburnt sein. Dann machen Plasmafäuste 43 bis 50, dann können wir Bitterblade drücken. Und dann gucken wir mal. Ja, PP-Stone. Ah, PP-Stone ist, glaube ich, recht schwierig, weil manchmal riecht es dann die AI. Okay, dann sind wir geprept, Freunde. Dann sind wir geprept. Ich glaube, ein Mod ist immer noch nicht da, ne? Dann mache ich nämlich gleich Swetoroonshin. Sind alle Pokémon vorbereitet oder hast du was ausgelassen? Der hat Loaded Dice, Modest Torrent passt. Corn, Leftovers, Protect Sub. Maybe können wir auch irgendwie durch unser Sub-Gudra hier schon irgendwas rausholen. Dass da wieder die AI zu blöd für die Welt ist, das wäre natürlich auch großartig. Ich überlege gerade, brauche ich eigentlich. Was, irgendwie Spirit Shackle gegen irgendwas? Eigentlich nein. Ich drücke gegen alles Leaf Blade. Aber dann nehme ich lieber. Nehme ich sogar noch einen Leaf Storm mit, falls ich irgendwie verbrannt werde.
Oder U-Turn. Ich weiß halt nicht, gegen wen ich U-Turne. Im ersten Moment gehe ich erstmal gegen nichts so wirklich auch raus. Nehmen wir noch einen Leafstorm mit. Falls wir irgendwas nochmal speziell irgendwie, falls wir geburnt sind. Oh, das Soft Sand ist vorbereitet, passt. Impish passt. Und ich würde mal wieder speichern, weil ich habe lange nicht mehr gespeichert. Ja, also wenn es Leute gibt, die Bock auf eine Modstelle hätten, ne? Also, oh, verlieren wir mindestens ein Pokémon? Nein, das muss ich auch noch abschließen. Dann sehr gerne, weil, sag mal, bis auf Power PK, also Rodeo ist schon öfter mal da, aber die ist halt gerne dann noch im Bus oder am Tablet und so. Ich meine, Steira und Yukiko sind eh nicht mehr da, beziehungsweise Yukiko ist schon da, aber der hat meistens keine Zeit für den Stream. Oh, warte, kann mein Decidueye ja auch 1000 Pfeile? Das müsste man gucken. Ja, und Power PK ist ansonsten halt da. Power PK ist immer brav da. Lol, stimmt. Oh mein Gott, das habe ich komplett verpeilt, dass der ja 1000 Arrows hat. Ja, das macht den ja noch mal geiler. Die Mod auch vom Handy eher schwierig, glaube ich. Also das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, da hast du nicht so eine gute Übersicht und nicht so einfach Zugriff auf die Sachen. Gegen wen will ich das nochmal einsetzen? Gegen Pawmod. Ich glaube, die andere Fähigkeit von Decidueye war ja eh nur Tinted Lens doubles damage of not very effective moves, aber das haben wir in dem Fall nicht. Ja. Vielleicht bringt's was, wobei ich glaube, Leaf Blade durch Stab und durch Overgrow ist, glaube ich, Leaf Blade trotzdem immer stärker, aber maybe bringt's irgendwas. Ich glaube, es bringt. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die 1000 Arrows bringen mir actually gar nichts. Weil auch irgendwas auf den Boden zu hauen bringt mir nichts. Ich kann keine Fähigkeit triggern. Und da ich das Overgrow auch Grass Moves so boostet. Nee, stopp. Overgrow funktioniert. Nee, bin ich jetzt blöd? Funktioniert Overgrow in dem Spiel hier anders? Ich weiß es nicht. Und hallo Power Pika, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Ich bin verliert. Verwirrt. So, dann machen wir jetzt nochmal kurz eine neue Wette. Ich dachte, Overgrow macht immer einen 33% Boost, weil dann brauche ich ja kein Dings auf meinem Greninja. Jetzt bin ich gerade irgendwie verwirrt. Weil ich dachte, dass es den Torrent Boost bräuchte. Deshalb hat das Greninja das Iron Treads. Doch, es braucht Torrent. Doch, Torrent funktioniert schon so, wie ich gesagt habe. Torrent macht, dass die Attacken um 30% stärker sind, wenn die. Ne, jetzt bin ich gerade mega verwirrt, weil jetzt. Meine KP waren mit dem Greninja gar nicht richtig drin. Ach, shit. Ich kill den gar nicht mit Water Shuriken. Ich hatte keine vollen KP im Kalk. Ich hasse es, dass der das speichert, ne? Warum auch immer das nicht so ist. Ja, aber dann bringt mir ja Torrent gar nichts. Okay, dann hatte ich Torrent ganz falsch im Kopf. Ich dachte, das wäre nämlich in dem Spiel hier abgeändert. Also es lohnt sich trotzdem auf Decidueye, so ist nicht, aber dann passen die 1000 Arrows. Dann muss man nur über den Greninja-Plan nachdenken. Andererseits passt der Greninja-Plan eigentlich trotzdem. Also wir haben Modest, Water Shuriken. Weil dann drücke ich halt Surfer into Water Shuriken, aber dann wechsle ich seine Fähigkeit halt wieder. Auf Battle Bond. Aber ich bin ja schneller. Und ich weiß, das Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob. Ich glaube, Iron Treads wird halt immer dann die Rocks rauslegen als erstes. Aber das wäre okay. Oh, wobei, das wäre gar nicht so okay für Cerulege. Ich glaube, ich muss den sogar taunten in Runde 1. Taunten, surfen, Water Shuriken drücken. Ach du Scheiße.
Na gut. Das ist irgendwie nicht unbedingt der Anfang, wie ich ihn erwartet habe, aber ich glaube, Dark Quest lassen wir weg. Aber dann bleibt der Plan zumindest derselbe. Nur dann brauche ich kein Loaded Dice spielen. Dann kann ich einfach Mystic Water spielen. Dann macht das auch keinen Unterschied, wie oft wir den hitten. Weil ich... Nee, ich brauche ja dann Protein, ich Idiot. Damit ich das Typing wechsle, damit er mir nicht rauswall-switcht. Oder damit zu viel Damage macht, ja. Das ist mein Green Patch. Okay, so, jetzt müsste das passen. Jetzt passt aber wirklich alles. Und da haben wir die Thousand Arrows hier drauf gelassen, ne? Ja. Okay. Das war jetzt nochmal ein kurzer Schockmoment, muss ich gestehen. Ich hasse, dass das in dem Kalk das nicht automatisch drin ist. Ich check auch gar nicht, warum, um ehrlich zu sein. Aber es soll okay sein. So, Gudra, Nidoqueen, Lanturn sind dabei. Hier ist noch Decidueye dabei. Oh, ich bete, ich muss jetzt nicht Cerulege irgendwie dumm opfern in diesem Kampf. Gar keinen Bock darauf. Ich muss sagen, ich habe Azugladis in diesem Projekt richtig lieb geworden. Ich war erst großer Azugladis-Verfechter. Welchem Team seid ihr eigentlich? Azugladis oder Crimanzo? Weil ich war erst Team Azugladis, dann bin ich ins Team Crimanzo gewechselt. Und jetzt momentan, dadurch, dass ich den so geil finde, bin ich wieder im Team Azugladis, muss ich sagen. Oh, Leute, der ist shiny. So, Electric Terrain. Erinnert mich an Deadpool. Ein bisschen, ne? Ja. So, damit erhöht er seinen Boost. Das ist, erhöht also seinen Boost. Danke dir, Downy. So. Wir taunten ihn erstmal. Sehr gut, okay. Hatte ja als Witz gefragt, ob alle Mons fertig sind. Hab nicht erwartet, dass es noch zu solchen Entdeckungen führt. Ey, sehr gut, dass du das gesagt hast, Foresight, ne? So, ich hoffe, dass er jetzt das Erdbeben eher sieht und nicht den Voidwechsel. Sollte aber eigentlich, ne? Ja, und das sollten wir eigentlich immer überleben. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Drama, ist nur Iron Trap. Okay. War doch mehr als erwartet, muss ich gestehen. So, wir bleiben auch absichtlich den Wassertypus, damit wir eigentlich immer eine Elektroattacke hier baiten. Ich glaube, für den hatte ich Landhorn geplant. Das müsste Landhorn gewesen sein, ne? Bin ich mir gerade unsicher. Du bist Iron Hands, Manectric, Hormod, Rotom Wash, ja. So, mal gucken. Geht auf Rising Voltage, eben. Hat keine Wirkung. Wichtig und richtig. Wir könnten auch Siedewasser drücken, aber ich glaube, wir gehen einfach auf Zauberschein. Der wechselt sogar. Oh, den Chip nehme ich sehr gerne mit. Den Chip nehme ich sehr gerne mit. Vor allem wird der jetzt auch sicher Drain Punch drücken. Das ist so wenig Chip, aber Chip ist Chip, meine Damen und Herren. Chip ist Chip. Vielleicht drückt er auch Fake Out, das wäre auch fein. Auch okay. Bitte misst diese Attacke nicht. Oh Gott sei Dank. Okay, das ist wichtig und richtig. Oh mein Goodness. So, jetzt kommen die fetten Plasmafäuste auf mich zu. Die werden mies zwiebeln. Das ist der Wahnsinn. Wobei, eigentlich kommt ja jetzt wieder Plasmafäuste, ne? Kann ich mich irgendwie schon geil positionieren oder so? Eigentlich nicht wirklich. Wir gehen auf Bitterblade und holen uns ein bisschen KP zurück. Ja, ein bisschen ist gut. Das sind ja richtig viele. Das sind Riesenbatzen. Aber ich glaube, wir kommen KP-technisch sogar echt ganz geil hier raus. Irgendwie vom Gefühl her hat das gerade einfach den doppelten Damage von davor gemacht. Ich weiß nicht, ob das nur so wirkt, aber vom Gefühl her war das so. So. Okay, mit Bitterblade holen wir dann jetzt den Kill. Und kommen eigentlich sogar gar nicht mal mit so beschissenen KP hier raus, muss ich gestehen. Ja, dass jetzt Rotom kommt, war klar. Wir haben halt leider keine Wasserimmunität, aber I guess Landhorn macht das trotzdem gar so. Warum ist die Waschmaschine so wütend? Schaut die nicht immer so? Ist das nicht der normale Dings? Okay, kein Burn, das ist wichtig und richtig. Okay, er wechselt sogar wirklich straight up wieder. Da war ich mir jetzt unsicher, ob er 100% wechselt. Aber es soll erstmal okay sein. Also der will halt jetzt HP Grass drücken, daher ich kann ja einfach Voltwechsel drücken, bisschen Chibble the Chap abfeuern.
Und jetzt, meine Damen und Herren, wird es Zeit für ein bisschen Delegator. So, weil jetzt ist die Elektromorphose, glaube ich, auch wieder weg. Und ich gehe jetzt davon aus, auch wenn... Ja, der hat nämlich nur Parabolic Charge. Auch wenn er das hat, dass wir hier easy subben können. Und ich glaube, wir diesen Sub auch erstmal da lassen. Der kriegt halt seine KP zurück. Maybe hätten wir sogar Toxic spielen sollen, wenn ich jetzt mir das so angucke. Maybe wäre sogar Toxic der Play gewesen. Aber ich hoffe einfach, dass Drachenpuls so ein bisschen mehr als ein Drittel abzieht. Ja! So circa so. Ah, er kriegt jetzt halt natürlich immer diesen Elektromorphosis-Boost, ne? Ich glaube, das wird sich jetzt hier ein bisschen ziehen, weil jetzt drücke ich natürlich wieder Sub. Er geht auf Parabolic Charge. Mit Protect für die KP. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, wegen der Elektromorphosis. Oh, der Crit ist strong. Ja, ich glaube, ich muss eher gucken, dass ich den jetzt kill, als dass ich mit einem Sub hier rauskomme. Also ich kann schon gucken, dass ich hier mit möglichst vielen KP rausgehe, aber ich glaube, es ist mein Play jetzt einfach zweimal Drachenpuls zu nutzen. Wir hätten Toxin statt Gigasauger spielen müssen. Oh mein Gott, bin ich ein Lucky Stinker. Ich gehe mit fast Full HP jetzt dadurch hier raus. Das ist sehr, sehr gut. Wotan. Echt nur für Rising Voltage? Aber das zieht doch auch nicht so viel ab. Boah. Ich glaube, ich könnte sogar gegen ihn subben. Ja, von dem Krieg gönne ich mir auch nochmal ein bisschen KP. Probier jetzt nochmal zu subben. Oder einfach zweimal Kritten, easy. Ja, fühlen wir. Fühlen wir. Ich sub ja wirklich gegen den. Hä? Okay. Warum kommt nicht Pormod gegen Gudra rein? Schauen wir mal, der Sub müsste, glaube ich, bestehen dann. Der hat so circa 40 abgezogen. Boah. Warum nicht, ne? Damit ist Rotom weg, sehr schön. Wer kommt jetzt? Also eigentlich muss jetzt Pormod reinkommen. Warum kommt denn nicht Pormod rein? Also, ist natürlich eine gute Sache in dem Sinne, aber ich, also, deshalb verstehe ich die AI einfach manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt schon wieder der Sub einfach, ob die AI einfach bei Sub random würfelt, wer reinkommt, weil der Sub quasi kein Pokémon für die ist. Aber das checke ich halt nicht so ganz. Warum der jetzt da reinkommt? Aber gut, ich glaube sogar Drachenpuls two-shottet das Ding. Joa. Also ich sage euch, wie es ist. Ich protecte jetzt hier nochmal. Und jetzt probiere ich einmal mal zu subben. Vielleicht kommen wir hier mit einem Sub raus. Dann kann ich Pormod nochmal Drachenpulsen. Ich meine, am Ende des Tages würde ich den auch mit Earth Power umnieten, aber ich spiele das jetzt hier so sicher, wie ich kann, runter. Hast uns erwischt, das ist versteckte Kamera und einer aus dem Chat spielt. Search, das würde einiges gerade erklären, ja. Das würde unironisch einiges erklären. Okay, er bricht doch den Sub, schade. Aber ich bin tatsächlich lieber lower und garantiere mir so ein bisschen, dass auf jeden Fall... Ja, wobei eigentlich muss immer Nahkampf kommen. Ich glaube, da hätte ich mich auch gar nicht lowballern müssen oder so. Nee, eigentlich wollte ich einfach nur wissen, ob ich es überlebe, sind wir ehrlich. Ja, das war ja das Einzige. Protect jetzt hier nochmal. Sollte ja eigentlich Nahkampf kommen, ja. Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig wegen dem Electric Terrain. Aber am Ende... Am Ende des Tages ist das ja auch wurscht. Wir haben ja hier die Yachi Berry auch drauf. Ne? Ah nein, wir haben hier Soft Sand. Der da war in meinem Plan. Ja, passt ja. Bastia ist ja auch vollkommen in Ordnung. Der kommt da rein. Der fängt den Nahkampf ab. Wunderbar. Wir lassen schön einmal die Pfeile runterjagen. Ja, juckt mich alles nicht. Ein Frost wäre jetzt auch nicht, oder ein Freeze wäre nicht schlimm gewesen. Ist ja eine ganz nette 1000-Pfeile-Animation, finde ich. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit der anderen, aber ich glaube, es ist verständlich. So, ein Schattenstoß habe ich eigentlich gekalkt, sollte mal killen. Ja, Gott sei Dank. Es wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn nicht, ne?
Bei 1000 Pfeile und Overgrow kommt auf selbe hinaus dann. So ein Manectric Need. Das war's? Echt? Nur das? Das ist irgendwie lame. So, und gegen Erika müssen wir gar nicht antreten. Deshalb mache ich das auch einfach nicht. Weil ich bin ja nicht größenwahnsinnig. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch gegen Koga antreten. Also was heißt nur noch? Ich weiß nicht, warum ich nur noch sage, aber... Es ist halt jetzt einfach nur noch Arena-Leiter, der vor uns steht, quasi. Das will ich damit nur sagen. Sicher, dass man Erika skippen kann? Das stand optional. Gucken wir mal. Bin ich jetzt rein? Ja, ich bin rein. Da wären aber auch noch Trainer da. Aber eigentlich sind die Arena-Trainer bisher immer okay gewesen. Was kriegt man von Erika? Das weiß ich eben nicht. Und ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, in welchem Dokument ich das nachgucke. Wo ich das her weiß. Erika gibt einem Ogapon. Ja gut, das bringt mir sowieso nichts. Wäre absolut wildes Mon. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Aber bringt mir halt nichts, ne? So, das hier ist im Übrigen jetzt unser Gegner. Für den wir uns jetzt einmal Prepperonien. Swallow, Timid, Aerolate, Choice Bags, Boomburst, U-Turn. Geil. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Toxtricity, mega. Ein Iron Valiant? Warum? Warum tust du mir das an? Ist im Heck Pflanze Stein anscheinend Ogapon immer fest? Oder wie? So, wir gucken mal, auf wie viel Speed kommt denn dieses Swallow. Kann ich das eventuell einfach mit irgendwas outspeeden? Versuch erstmal in Kogas Arena reinzugehen, bevor du da Koga kalkst. Was meinst du damit? Ich bin doch gerade einmal drin gewesen. Ich bin doch gerade einmal kurz reingedippt, hab gesehen, dass es funktioniert und bin wieder rausgedippt. Also ich war da eigentlich gerade drin. Okay, Swallow hat 125 Base Speed. Heiliges Kanonenrohr. Das heißt, mein Greninja ist leider um genau exactly einen Punkt langsamer. Substriker wird den also auch nicht outspeeden, der hat nur 116. Aber wir haben mit Raichu Thunderclap. Den one-shotte ich doch einfach. Also den klatsche ich doch legit einfach in Runde 1 weg. Mit Thunderclap. Der hat doch gar keine Chance. Also ich weiß nicht mal, ob ich... Also ich kalk das jetzt einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Thunderclap mit Magneten wird den doch wahrscheinlich ins nächste Nirvana befördern. Ja, mit Magnet killen wir den auf jeden Fall. Boah, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht, um ehrlich zu sein, ne? Ich glaube, schneller als Drapion sind wir sowieso, beziehungsweise Drapion ist gescarft, also bringt mir das auch nichts. Ich sehe schon, Io-Attacken schauen in der Arena schon mal durchaus nützlich auch aus. Boah, dieses scheiß Drapion geht mir jetzt schon auf die Eier, ne? Ich habe keinen Shellarmormon mehr. Ich hätte gern meinen Crustle mit Shellarmormon wieder, bitte. So, also Swallow ist schon mal besiegt. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gar kein Problem. Wir stellen mal Raichu schon mal so auf, dass er das immer besiegt. Magnet, wo bist du? Da. Dann kriegst du ein... Ich würde sagen... Was? Oh, ich habe zu viel A gedrückt. Plus Special Attack minus Death Nature, bitte. Und kriegst Thunderclap statt Zippy Zap. Und dann passt das eigentlich schon. Weil eigentlich greift da drin eh alles an. Das heißt, ich drücke eh mal Thunderclap. So. Raichu ist fertig. Cool. Wenn jedes Mon jetzt so schnell geht, geil. Warum hat Essegor Shearforce in diesem Spiel? Was soll das? Shearforce mit Bugbuzz, U-Turn, Fokusstoß, Sludge Bomb. Das klingt irgendwie sehr unangenehm, ne? Wobei, macht der wirklich was gegen Cerulege? Eigentlich nein. Cerulege oder auch Tentoxa, auch eine Option, ne? Ist Tentoxa maybe besser? Ich meine, er wird wahrscheinlich in Runde... Das Problem ist, er wird halt U-Turn auf den, ne? Das ist relativ klar. Oh, und Greninja darf ich auch keinen Battle Bond geben, du. Hydropumpe, Wasserschuriken, Dark Pulse, Eisbeam. Ich hätte jetzt sehr gerne meinen Primarine. Sehr, sehr gern sogar. Wobei ich glaube, dass Land von Greninja hinkriegen würde.
Wir packen mal Landhorn. Und ich würde sogar sagen, weil da noch ein Iron Valiant kommt, wo Tentoxa ganz gut ist. Tentoxa als Assailgor-Check mit rein. Vor allem können wir nämlich mit Landhorn gegen das Greninja immer Voidwechsel drücken, weil ich glaube nicht, dass der da drin... Ja, könnte drin bleiben mit Dark Pulse. So, dann müssen wir Drapion irgendwie checken. Ich habe absolut keinen Schimmer wie. Das Einzige, was ist, hat Lapras hat, glaube ich, eigentlich im normalen Spiel Shell Armor. Ich glaube, ich habe die Hidden Ability von Lapras noch nicht angeguckt. Oh, Shell Armor wurde zu Hydration. Gönn mir doch mein scheiß Shell Armor. Ja, schade. Sieht irgendjemand einen Check für dieses Drapion? Ich nicht. Also wir können halt im Mandibuzz gehen, auf Wicked Blow. Aber boah, das halt auch mit Sniper ist auch unangenehm. Und auf Cross Poison halt in den Steel-Type, ne? Das heißt, den Wurm wäre noch eine Option. Tankt der Wurm allgemein gut? Ja, das Problem ist, bisher bait ich, glaube ich, mit jedem Mon Wicked Blow. Also der drückt ja gegen nichts Cross Poison, weil gegen alles Wicked Blow stärker ist. Kann mal kurz gucken, was die Base Power von den Moves jeweils ist. Aber ich sehe da halt immer die Attacke kommen. Ja, Wicked Blow ist immer stärker. Wicked Blow hat 75 Base Power in dem Spiel und Cross Poison 70. Und Wicked Blow crittet halt immer, ne? Also es gibt, glaube ich, nie einen Moment, wo es irgendwie sinniger wäre, was anderes, also dass die AI was anderes drückt, um ehrlich zu sein. Ich wüsste zumindest nicht, warum. Aber Mandibuzz kommt richtig gut in den rein. Holy shit, Wicked Blow zieht 23-27% nur ab. Also ist Mandibuzz eigentlich schon die sichere Karte. Bei Cross Poison crittet halt nicht immer, ne? Cross Poison zieht trotz allem auch immer weniger ab. Selbst wenn eine Resistenz da ist. Es gibt eigentlich nie einen Grund, außer ich habe was sehr Effektives draußen. Aber dann kommt Mandibuzz auf jeden Fall mit. Dann müssen wir Iron Valiant irgendwie checken. I guess Bronzong wäre eine Option mit Anti-Unlichtbeere. Das fände ich schon mal nicht schlecht. Warum hat der einen Timid Nature? Obwohl der nur physische Attacken hat, damit er nicht so broken ist? Fragezeichen. Ansonsten wäre natürlich auch Hatchery eine Option, aber Spirit Break, Init Drop, Nidoqueen halt nicht wegen Liquidation. Verstehe ich nicht so ganz, was ist mit diesem Iron Valiant los. Ist auch im Dings. Steht auch Timid drin. Also er kriegt, glaube ich, auf jeden Fall den... Ich glaube, damit er den Speed Boost sicher kriegt. Passt. Ja, wahrscheinlich eher. Ja, das ist halt jetzt die Option, ne, zu sagen, dass man halt Azogladis für Tentoxa, also dass man die so tauscht. Und dann müssen wir nur noch Toxtricity Mega checken. Ja, da ist unser Toxtricity Mega Check. Übersehe ich was oder sind wir nicht fertig? Gibt's irgendwen, der besser gegen Toxtricity Mega ist? Nö, ne? Hat halt auch Punkrock und so. Nö. Okay, dann müssen wir die nur noch passend aufstellen. Der war ja schon fertig. Der kann... Also auf jeden Fall brauchen wir Bitterblade. Und wenn Azogladis U-Turn drückt, dann soll halt Greninja in Bitterblade reinkommen, wenn es ihm Spaß macht. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich einen Move, der sich... den ich noch bräuchte auf dem. Shadow Claw ist auch gegen niemanden besser. Also maximal gegen Greninja noch ein Move. Ich würde dem eher noch einen Protect Pass geben. Einfach um zu scouten. Und lass den Will-O-Wisp tatsächlich auch mal drauf. Taunt brauche ich auch nicht. Und mit Protect können wir mal so ein bisschen gucken, was der Gegner vielleicht drücken will. Und ich glaube, die Zitrobeere lasse ich da tatsächlich auch einfach drauf. Und dann würde ich hier auf ein...
Ich denke trotzdem, dass ich hier lieber ein Jolly Nature fahre, damit wir schneller als Toxtricity sind. Das wäre mir trotzdem lieber. Das ist halt die Frage, ob man den Willow wirklich braucht, weil gegen wen drücke ich einen Willow Wisp? Ne? Gegen wen kann ich so sicher drin bleiben, dass ich das drücken kann? Gegen niemanden eigentlich, ne? Ja, ich glaube, wir bringen ihm lieber Psycho Cut noch bei, falls ich das irgendwie für das Toxtricity Mega brauche. Okay, dann ist der aber fertig. Landhuhn. Ist Bedev, ist Calm. Braucht Parabolic Charge noch, damit wir schöne lange Lebenszeit haben. Siedewasser finde ich gut. Dazzling Gleam. Brauchen wir eigentlich nicht. Maximal gegen Iron Valiant, aber da habe ich lieber nochmal eine Protect-Runde, glaube ich. Dann haben wir nochmal einen Void-Wechsel für Momentum. Passt. Dann ist der auch direkt fertig. Mandibuzz braucht auf jeden Fall ein bisschen Anpassung. Der ist impisch. Da will ich auch Überreste haben. Wo ist L? Wenn man das Alphabet könnte, das wäre tatsächlich auch ein Vorteil, ne? Wenn man das Alphabet kann, ist immer ein Vorteil tatsächlich. So, und was wollen wir gegen Drapion so drücken? Ja, so viel kann man nicht drücken. Ich glaube, wir können legit nur Dual Wing Beat drücken. Maximal noch Bone Rush, aber. Wobei, ich sage euch ehrlich, ich nehme sogar wirklich Bone Rush mit, falls dieses Toxtricity Mega reingeschickt wird. Und dann lassen wir Knockoff, glaube ich, sogar weg. Weil eigentlich, das meiste will ich gar nicht knocken. Ich finde es eigentlich gut, wenn Drapion den Scarf hat. Dann weiß ich, dass er auf jeden Fall irgendwie auf Wicked Blow bleibt. Ja. Wobei ein Leben Orb zur Not von irgendwem runter zu knocken auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich brauche die U-Turn eigentlich nicht in dem Kampf. Wofür? Ich mach die U-Turn weg. Dann bist du fertig. Du hier willst Iron Valiant checken. Das heißt, ich will sogar einfach ohne Item reingehen. Das ist das Beste, was ich machen kann. Und würde mit einem Bold Nature hier reingehen. Ein. Damit wir einfach hier möglichst lange überleben. Kann unser Status irgendwie angepasst werden? Gibt es irgendwas, was uns KP berauben kann? Weil dann müssen wir eigentlich die Fähigkeit auch nicht ändern. Schlammboge passt, Siedewasser passt, Dazzling Gleam passt, Flipturn passt. Was willst du mehr? Dann haben wir hier noch Gudra Hisui, Calm Nature, braucht eigentlich auch nur Drachenpuls. Kann man maybe noch die Moves anpassen? Clearbody wegen oh, stimmt ja. Das ergibt absolut Sinn, das deshalb drauf zu packen, ja. Das ist sehr, sehr schlau. Das machen wir direkt, bevor ich die Scheiße wieder vergesse. Dann Leftovers mit Sapsipper. I guess hier könnte man auch noch ein anderes. Eine andere Ability spielen. Overcoat bringt mir ja nichts. Dann packe ich da nämlich auch Gui drauf. Vielleicht bringt das auch irgendwas. Und dann haben wir irgendeine Bodenattacke, die ich gegen den drücken könnte mit meinem Gudra Hisui. Ich glaube, wir haben Bulldoze, ne? Bulldoze fände ich sogar nicht mal so schlecht auf Gudra Hisui. Haben wir Bulldoze? Temper Flare hätten wir, wild. Bad Tantrum. Ah, das kann er schon mal nicht, aber das ist auch nicht Bulldoze. Ich meine, ansonsten spiele ich einfach Drachenpuls, ne? Das ist nicht das Problem. Da ist Bulldoze, kann er nicht lernen, schade. Scorching Sands auch nicht. Kannst auch Hidden Power Boden machen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, das stimmt. Also ich würde hier noch die Flash Cannon auf jeden Fall draufpacken wollen. Und eigentlich hitten wir ja auch alles mit Flash Cannon. Also Selgor würden wir zur Not damit noch gut hitten. Greninja treffen wir halt mit Drachenpuls noch besser. Drapion hitten wir auch mit Flash Cannon oder auch mit der HP Ground noch. Dann packen wir HP Ground drauf. Das finde ich noch gut. Hidden Power. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ich Hidden Power tatsächlich benutze. Und dann für Boden finde ich auch wild. Und dann hitten wir auch nochmal das Drapion. Wobei, ich glaube, Hidden Power hat 60 Base Power in dem Spiel.
Das gegen Rapier macht actually keinen Unterschied, da ist Drachenbrust sogar stärker. Wir haben momentan die Hidden Power Dark drauf, aber Hidden Power konnte man ändern. Die konnte man hier irgendwo ändern, meine ich. Was ist das Gebäude? Nein. Das war, glaube ich, das Gebäude. Ja, wo das Staraptor-Schild. Warst du das? Hier. Ich hätte gerne Boden. Perfekt. Cool. Dann ist unser Team tatsächlich gepreppt. Weil dann können wir nämlich einmal ganz gechillt in die Arena gehen, kurz die Arena-Dudes schlagen und dann können wir auch wieder rausgehen. Wo ist meine Maus? Dann packe ich nämlich noch den Squad Arena hin. Und dann können wir jetzt nämlich, glaube ich, auch ein bisschen entspannt noch auch talken. Na, das ist ja auch sehr schön. Das freut mich ja auch abhängig, weil wir irgendwie bisher noch gar nicht so den Talk-in-die-Talk-Talk gekommen sind. Aber ja, wir wollen ja... Also wenn wir jetzt das im ersten Versuch schaffen, was ich bezweifle, weil ich glaube, wir haben dafür zu viele Todemons, dann wäre das super wild, aber... Ich will natürlich so weit wie möglich kommen im ersten Versuch, ne? Weil das alleine wäre schon sehr, sehr geil. Würde ich zumindest behaupten. Daher ist es, glaube ich, gestattet, dass wir das so machen. Also ein spannender Talk, Food Talk. Ey, ich bräuchte wirklich mal wieder so ein paar geile Essensvorschläge. Einfach nur, weil ich gerne mal wieder irgendwas Neues machen würde. Aber ich habe momentan so gar keine Idee, was ich so machen will. Das ist so momentan mein Problem, dass ich da einfach so überfraggelt bin und nicht weiß, worauf ich so mal wieder Bock hätte. Und jetzt kommen, die nächsten Tage werden ja jetzt auch so ekelhaft wieder warm, ne? Ich hoffe ja, dass das die letzte Runde der Wärme einfach ist, ne? Dass es danach einfach keine dumme Scheißwärme mehr gibt. Das wäre schön. Das würde ich richtig schön feiern, muss ich sagen. Wenn dann die ganze Wärmekacke hier rum wäre. Ah, ist das Dokument noch da, I'm sorry. Ich habe so, das Problem ist, ich sehe das immer nicht, weil ich so viele Dokumente auch da auf dem linken Bildschirm habe, dass der meistens den Screen so abschneidet. Bevor der mir dumm explodiert, gehen wir dann mal raus. Eierreif, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Nudeln mit Spinatsoße sind meine Vorschläge und Wraps. Ach stimmt, wir haben sogar noch Wraps da. Irgendwas mit Wraps werden wir machen, glaube ich. Vielleicht auch einfach mal wieder nur so einen entspannten Wrap, wo man so Salat und sowas reinzimmert. Das haben wir richtig lange nicht mehr gemacht. Wraps und Eierreis finde ich auch gut. Also da hätte ich auch mal wieder Bock, muss ich sagen. So einfach gebratenen Reis gut zu machen. Ich muss sagen, gebratenen Reis habe ich eine Zeit lang richtig gut hinbekommen. Aber irgendwie mit jedem Mal wurde es immer schlechter. Ich weiß auch nicht warum. Heute soll der wärmste Tag der Woche sein, echt? Ja gut, 29 Grad sind es gerade, ne? Schaue ich nochmal. Wetter München. Nee, also bei mir sagt er heute 30 Grad, er sagt bei mir morgen 30 Grad, er sagt bei mir übermorgen 30 Grad. Und Samstag 28, Sonntag 27, Montag 27, Dienstag 27, Mittwoch 26 und ab Donnerstag sind wir endlich wieder unter den 25. Und ich hoffe, das bleibt so. Morgen sind es bei uns 34, leck mich doch am Arsch. Ich hab gar keinen Bock. Nudeln mit Spinatsoße und dazu lecker Lachs. Ach, ich bin nicht so... Eigentlich nicht so der Spinat-Fan, muss ich sagen. Da weiß ich noch nicht, was ich davon so halten soll, außer Abstand. Also ich glaube, da ist es bei mir ein bisschen unangenehmer, von der Wärme auch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das noch ein bisschen legt. Aber Wrap-Holes machen wir auf jeden Fall, das ist ein guter Vorschlag, glaube ich. Boah, drauf, what the hell, warum hat das so viel abgezogen? Hey, irgendwas verpasst? Ist der bei den Blaze Ranges? Maybe hätte ich sogar wechseln sollen in irgendwas anderes. Maybe hätte ich bin auch dumm, warum wusste ich nicht einfach nochmal? War auch nicht so schlau. Okay. Da mische war durch. Doch, der ist es. Aber da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Ja, Lachs hatten wir erst. Wir haben am Montag richtig geile, leckere Lachsnudels gemacht. Die haben richtig schön reingepfeffert. Also die haben sehr gut geschmeckt. Heute haben wir so Schuppnudeln gemacht mit einer Creme Fraiche Soße und Speck. Also quasi so eine Art Flammkuchennudeln. Die waren auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ah nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Pokéball aktivieren. Das war meine Mission. Die haben mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut getaugt.
Und ansonsten gibt es heute Abend dann noch die Reste einfach, die noch so da sind. Und dann morgen gibt es ziemlich sicher Rappung. Eine geile Rappung. Oh, das geht nicht. Ups. Warum ist Jawlock sehr effektiv? Hä? Arbok? Hat er Strong Jaw? Okay, ja. Oh, ist Jawlock eine Kampfattacke? Also muss ja eine Kampfattacke sein, weil alles an. Außer es ist ein Bug, aber alles andere. Ja, Jawlock ist wirklich eine Kampfattacke mit Base Power 90. Ach ja, das ist eine ganz nette Info, würde ich sagen. Die man ganz gerne mal mitnimmt. Actually sind die Trainer hier drin gar nicht so schwach, wie ich es gerne sehen würde. Aber gut, das mit Jawlock, das wusste ich halt jetzt natürlich auch nicht. Das hat mich dahingehend ein bisschen überrascht. Echt, das ist dein Switch-In? Okay. Bei mir gab es auf Arbeit regionale Bratwürste und Brötchen. Boah, so eine Bratwurst habe ich auch ewig nicht mehr gegessen. Der hat es auch sehr, sehr lange her. Shadow, vielen Dank für den nicen Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen Stream. Hello. Da wussten wir jetzt erst. Oh, das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Heilige Kacke war das dumm. Ja. Das war. Da war der Kopf irgendwo ganz anders kurz. Als ob er jetzt wirklich nochmal wechselt. Du dummer Zinger. Bleib doch einfach mit deinem scheiß Mannequin drin. Hätte Mann was ein bisschen mehr Attackness, wäre auch schon schön. Okay, ich glaube, irgendwie Nidoking kann mir nicht so wirklich was. Ich glaube, der hat wirklich nur seine Level-Up-Attacken. Das ist ganz geil. Okay, den haben wir schon mal weg, sehr gut. Wir hatten polnische mit Püree letztens. Boah, Kartoffelpüree habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Man muss aber da auch dazu sagen, dass ich bisher auch noch nie Kartoffelpüree aus der Verpackung gemacht habe. Dagegen habe ich mich bisher immer gesträubt, aber inzwischen würde ich sagen, würde ich es auch mal eine Chance geben und probieren. Weil ich von den meisten, von denen ich was gehört habe, dazu, die finden es nämlich gar nicht mal so scheiße. Von daher, schauen wir mal, ne? Saure Bohnen von der Oma. Ich habe absolut keine Ahnung, was saure Bohnen sind. Keine Sorge, in der nächsten Arena sind alle Trainer wieder Boss-Battles. Juhu, das freut mich ja gewaltig. Wobei, ist vielleicht besser, wenn sie in der Arena chillen, als wenn 3 Millionen Boss-Battles davor sind und dann in der Arena trotzdem alles irgendwie nicht so einfach ist, wie man gerne hätte. Also von dem her... wir fake-outen den einfach mal. Ich finde das Kartoffelpüree aus der Packung so abartig. Echt? Okay. Dann ziehe ich meine Aussage auch schon wieder direkt zurück. Dann habe ich auch direkt schon wieder keinen Bock mehr, das zu machen. Dann ist meine Motivation gerade offiziell sehr stark flöten gegangen, das zu machen. Ja, aber irgendwie, ich finde, Kartoffeln esse ich auch inzwischen super selten. Also, weiß nicht, wir haben super lange keine Kartoffelsachen mehr gemacht. Boah. Ich hätte mal wieder Bock auf so richtig gute... Man muss sagen, wir hatten ja bei HelloFresh hatten wir Kartoffeln dabei. Und da würde mich richtig interessieren, wo die herkamen. Das wollte ich noch nachgucken, weil das waren so immens gute Kartoffeln. Die haben so unfassbar gut geschmeckt. Ich habe immer eine Packung Kroketten da auch. Kroketten auch stark. Wo ist jemand? Perfekt, Power-Pika-Macher. Ah, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, weil vielleicht auch jetzt mehr Leute da sind. Wenn Leute Bock hätten, hier irgendwie Mod zu sein oder so, im besten Fall seid ihr aber dafür am PC, meldet euch, weil ich habe nicht mehr viele. Ich habe nicht mehr so viele. Oder ich sag mal so, ich bräuchte noch welche, die teilweise dann zu anderen Zeiten da sind als andere. Ich meine, Powerpicker ist eigentlich, naja, man muss schon sagen, Powerpicker ist fast immer da. Rodeo ist auch sehr häufig da. Flo und Jerry spawnen meistens gleichzeitig. Und die spawnen halt auch meistens gleichzeitig. Daher werte ich die quasi schon fast als einen Mod.
Und das war's halt, ne? Wie ist die Bezahlung? Kriegst ein Küsschen zugewunken, oder wie man das nennt. Und ansonsten... Ich überlege gerade... Aber bevor der mich jetzt outspeedet, wechsle ich, glaube ich, sogar lieber. Und hallo Jones, hallo Dog, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag bis hierhin. Hello! Die sind wirklich aus dem Modkiller raus. Ja, und ansonsten Steirer ist ja ins RA geflohen. Den sehen wir, glaube ich, gar nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo anders unterwegs ist. Aber ich glaube zum Großteil, dass der jetzt ins RA verschwunden ist. Man kriegt ein Gefühl von Macht, müsstest du sagen. Das sowieso. Ich dachte, das war offensichtlich. Lol. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Der da jetzt reinkommt. Aber na gut. Ja, und das war's ja dann eh, ne? Ach, ich habe diese Dark Void-Kacke schon wieder vergessen. Oh mein Gott, der will mir aber jetzt auch grotesk auf die Eier gehen, ne? Ach, wirklich? Eben mal dieses Real Life. Ja, seit der Pumpen gegangen ist, hat er sich verändert. Ja, der ist schön, der hat mit einem Workout gestartet und dann dachte er sich, dieses Streaming, da muss ich nicht mehr zugucken. Das ist jetzt, da sind wir. Er hat gesagt, das reicht mir jetzt. Das war mir genug. Och, wirklich? Okay, sehr schön. Das war mir zu viel Streaming. Das war mir zu viel Downy Downs da. War dann weg. Beziehungsweise, ich glaube, eigentlich lag es eher an Pokémon. Hat er nicht mehr so viel Interesse an Pokémon, was ich verstehen kann. Weil ich habe ja auch immer sehr viel Bock, auch meinen so Nintendo-Kram zu gucken. Also ich gucke privat auch kaum Pokémon, außer Draft League. So, ich glaube, jetzt können wir nochmal eine Prediction machen. Also das Einzige, was ich wirklich privat am Pokémon gucke... Wobei, nee, das ist eigentlich eine fette Lüge, fällt mir gerade auf. Das stimmt gar nicht. Ich gucke ich guck alles, was so in die Alpha Red, Captain Kid, Jaden Animations, aber auch in die krassere... Also das sind halt eher so die nicht ganz so krassen in den Spielen, wobei Captain Kid eigentlich noch relativ gut ist. Oder ziemlich gut, würde ich sogar eher sagen. Aber auch so Pokémon Challenges, Wacko und so, sowas gucke ich mir an. Wo PBGC gucke ich mir an? Ich gucke mir ab und an Swiggo an. Ab und an United Plays. Eventuell habe ich gerade meine Abo-Box hier offen. Actually gucke ich echt viel Pokémon, realisiere ich gerade. Wenn die mal was rausbringen, aber die bringen halt das sehr selten. Aber wenn, dann gucke ich das. Und eigentlich ist das ziemlich diverser Content, merke ich gerade. Okay, ja, ich kann meine Aussage echt zurückziehen. Ich gucke tatsächlich recht viel Pokémon. In einem Stream gucke ich es ja auch, also bei Present und Timo und so. Aber die gucke ich halt jetzt eher weniger auf YouTube. Wobei bei Present könnte sich das jetzt natürlich auch nochmal ändern. Mit seiner neuen Art, Videos auf dem Hauptkanal zu machen, weil das ziehe ich mir eher auch rein. So, jetzt aber Concentration for the Koga Camp. Der ist einigermaßen okayisch durchdacht. Zumindest der erste Zug. Das reicht mir meistens. Wir drücken direkt Thunderclap. Wir fangen gar nicht erst mit Fake Out an. Falls der sich irgendwie denkt, er kann da irgendwie wechseln. Scheißdreck kann er. Nein, du verpiesest dich einfach, Swallow. Okay, und es wird straight up Drapion gebaitet, wild. Aber das ist eigentlich in Ordnung. Das ist ja, wie wir wissen, in Ordnung. Da gehen wir einfach easy. In dem Ball. Ich überlege sogar gerade, ob ich den nicht maybe doch jetzt knocke, weil ich kann mir eigentlich vorstellen, dass der wechselt. Aber Cross Poison könnte mich halt vergiften. Ich meine, wenn er wechselt, geht er halt in Toxtricity. Ich drücke Bone Rush einfach mal. Okay, es kommt noch ein Wicked Blow. Das Gute ist, das Schöne ist ja dadurch, dass das Ding wenigstens... Das einzig Gute daran ist, dass der immer crittet, ist, dass ich immer weiß, wie der Damage Output von dem Viech ist. Okay, sehr schön, direkt mal mit 4 reingestartet. 4 mit 4, 5 wäre natürlich noch geil, aber mit 4 kann ich auch gut leben. Mit einer schönen 4er reingestartet. Wie viel AP hat Wicked Blow? Das hat eigentlich nämlich auch nicht so viel AP. Also zu Nutz stall ich dem doch seine Wicked Blows easy weg. Schauen wir mal, Drapion. Wicked Blow hat... Ah, das steht da nicht, cool. Warum steht das in diesem gottverdammten Kalk nicht? Also ich glaube, im jetzigen Spiel hat Wicked Blow nämlich 5 AP nur. Ich glaube, die haben keinen AP-Top. Das heißt, so gesehen dürfte der das relativ fix eigentlich schon nicht mehr benutzen können. Frage ist jetzt natürlich nur, ob das gut oder schlecht ist, ne?
Weil wenn Cross-Poison natürlich Kredit zieht, das nochmal mehr auf dem Ende-Bass ab. Da ist das natürlich ein bisschen unangenehmer, aber im Best Case nehmen wir den jetzt einfach raus. Mit Bone Rush. Bleibt sogar immer noch drin, cool. Feiern wir. Ich weiß nicht, ob weil er Bone Rush vielleicht gesehen hat, er deshalb auch gar nicht in Toxtricity gehen kann. Das kann auch sein. Schade, nur zwei Hits. Ich drück jetzt mal einen Dual Wing Beat. Okay, ich dachte, vielleicht wechselt der irgendwie in Greninja, Selgor oder so auf den Bone Rush. Ah, ich hätte nochmal roosten sollen, fällt mir gerade auf. Das war nicht so schlau. Aber eigentlich will ich gegen niemanden mehr mit Mandibuzz antreten, um ehrlich zu sein. Maximal noch ist Selgor, aber eigentlich auch eher nicht. So, da kommt jetzt erstmal ein Ice Beam raus. Das ist doch eigentlich auch ganz gut, dass da jetzt erstmal nur ein Ice Beam kommt. Und der kriegt erstmal schön Leben auf Chip. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Dark Pulse geht. Deshalb, ich würde mal einen Parabolic Charge uns gönnen. Boah, das war viel Damage. Oh, das habe ich sehr gehofft, dass das nicht passiert. Das habe ich sehr gehofft, dass das natürlich nicht passiert, ne? Weil das ist natürlich, das ist das Unangenehme, was passieren kann. Okay, Gott sei Dank. Ich glaube, damit sollte der dead sein. Oh mein Gott. Echt jetzt? Aber gut, am Ende des Tages feuert er halt jetzt noch einen Hit ab. Und dann ist er tot. Wir könnten jetzt sogar noch mal Mandibuzz reinschicken. Aber auch hier sehe ich noch nicht, wie ich mit Landhorn noch mal was mache. Aber eigentlich kann ich Mandibuzz reinschicken. Weil dann, wobei, was würde ich denn jetzt baiten? Selgor? Eigentlich nicht. Iron Red, ich weiß gar nicht, wen ich baiten würde. HP Grass von Toxtricity, maybe sogar. Oder Sludge Bomb. Ich glaube, wir bleiben einfach drin. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. So, damit ist der weg. Wir kriegen nochmal Überreste. Wir können auch gegen alles erstmal auch protecten, wenn wir das wollen. Iron Valiant bait ich. Interessant. Boostet halt seinen Speed. Ja, ich protecte einmal, nehmen wir mal nochmal die Überreste mit. Und der geht auf Nahkampf. Okay. Ich meine, wenn der seine Werte droppen will, ist das, denke ich, komplett fein für mich. Warum der, warum Iron Valiant reinkommt, weiß ich nicht genau. Ich glaub, er hat mit allem, oder vielleicht, weil er den besten Kill gesehen hat mit Nahkampf, würde ich sogar fast, ja gut, der ist jetzt tot. Joa, also auf minus 2 Speed Death lebt er das nicht mehr. Und tschüss. Cool. Und wer kommt jetzt? Selgor. Hat der einen Move, um mich zu killen? Ja, er ist Leben Orb Sheerforce. Ich glaube, das sollte ich nicht unterschätzen. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht unterschätzen. Kommt Bugbuzz, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Der Balken hat sich ja nicht mal bewegt gefühlt. Ach du Scheiße, ja, jetzt gibt es eine fette Runde Bitterblade. Damit sind wir sogar wieder bei Full HP. So, jetzt ist nur das einzig Doofe, dass wir auf Overdrive rübergehen. Aber ich glaube, das können wir in Kauf nehmen. Das können wir dann schon in Kauf nehmen, weil ich gehe davon aus, Psycho Cut wird den nicht one-shotten, leider. Wäre natürlich geil, aber man kann nicht alles haben, ne? Da ist G-Max Riffex. Overdrive! Ja, what the hell, was hat denn das für eine Animation? Der geht einfach in den Himmel für Overdrive. What the hell? Hallo, das ist eine Attacke. Das ist keine G-Max-Attacke. Was ist denn das für eine crazy Animation? Das war schon ein bisschen wild, muss ich gestehen. Das war schon ein bisschen wild, muss ich da an der Stelle sagen. Von der Animationung aus. Ja, und jetzt ist sein bester Move Boomburst. Riffix ist wirklich ein geiler. Ich bin großer Fan von dem. Liebe den, das ist ein richtig cooles Mon. Einer meiner Fab-Gen 8 Mons. Ah, schade, nicht gewonshottet. Aber gut, dann nochmal Hidden Power Ground. Ja, das lief relativ clean, muss ich sagen.
Also das lief hoch oder tief Form die hoch, also die gelbe Form ist doch. Also. Ich sag ehrlich, weird wäre die blaue Form besser finde. Ah, Matschbombe haben wir jetzt, geil. Was? Okay, mein Raichu ist nicht schnell genug, er braucht einen Speedymon. Reicht dir also was Schnelleres als Greninja kann ich dir leider nicht bieten. Das ist nicht schnell genug? Ja, dann weiß ich aber auch nicht, was er will. Ist Inteleon schneller? Ich weiß ja nicht, was für ein Pokémon er sehen will. Oder liegt es daran, dass ich nicht auf der Level Cap bin? 125 plus in dem Wert, glaube ich. Boah, was hat denn so viel Speed? Geh mal kurz auf Showdown, weil es mich interessiert, weil ich habe. Also momentan Meta gibt es ja auch nicht so viel. Okay, wir bräuchten irgendwie. Ja, Greninja hat halt nur 122. Wir bräuchten irgendwie wahrscheinlich Kilowattrill, Weavile, Talonflame, Jolteon, was in der Richtung, aber haben wir halt alles nicht, ne? Ja, dann wohl kein Reflex Need für uns, ne? Aber ich glaube, das. Also solange wir auch keinen Reflex haben, juckt es mich jetzt auch nicht so sehr. Finde ich aber irgendwie ein bisschen doof, dass das so geblockt ist, muss ich sagen. Ist auch so beschissen geblockt halt auch. Und ich glaube, jetzt reisen wir doch erstmal eine Weile auch im Wasser herum. Das heißt, warte mal, wo kriegen wir Surfer her? Ich bräuchte ja eigentlich noch Surfer, aber der nächste Kampf ist erst auf Cinnabar Island. Den Rest kann man, der Rest ist alles optional. Wir könnten noch gegen Price und gegen Dumbass Jojo-Fan antreten. Safari-Zone? Lol, stimmt, ich habe in der Safari-Zone. Ah, ich habe ja Surfer. Ich Vollidiot, habe ja Surfer. Ich darf es nur jetzt erst einsetzen. Ja, ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich glaube, das hier könnten wir. Oder auch nicht. Warte doch, du gibst mehr Stärke. Jawohl. Dann können wir das hier rüberschubsen. Und dann ist da ein Rare Candy, wow. Dann fliegen wir aber jetzt noch kurz zu zum Kraftwerk, oder nicht? Oder muss ich bei der Powerplant campen? Du kannst jetzt auch Redlichkeitsritter fangen gehen. Haben die alle einen Special Ort? Dass das geht? Stimmt, und mit Surfer haben wir eigentlich auch super viele Mega. Eigentlich müssten wir allgemein backtracken. Ja, ein Zapdos würde ich mir schon snacken, ne? So ist jetzt nicht. Schau mal kurz in die Pokémon-Locations. Bei Powerplant ist ein optionaler Boss-Trainer, der die Items gibt. Ja, ich glaube, das ist der Jojo-Trainer. Gibt's irgendwie Great Dance, Trades, Gifts? Ah, hier. Zapdos Level 70, Powerplant oder sogar Galar Zapdos. Powerplant One Day After Zapdos ist knocked out or caught. Das ist ja super kacke. Also Zapdos kriegen wir nur, wenn wir da. Also Zapdos Galar kriegen wir nur, wenn wir als erstes Zapdos besiegen. Das ist ja mega dumm. Mondberg, Kobalium, Fels von der Terrakium und Waldviridium. Ja gut, das bringt mir alles nichts. Habe ich überall schon den Counter geholt. Bringt mir leider alles nichts. Ja, das ist schade. Das ist schade. Also Zapdos könnte ich mir halt holen. Den bin ich auch am überlegen. Also ich hätte halt lieber Galar Zapdos, weil wir halt auch gar kein Kampf-Pokémon haben. Jetzt ist halt die Frage, ob wir die Regel in der Form umgehen wollen und sagen, aber eigentlich fände ich es auch doof, wenn wir da die Regel dann in dem Moment umgehen. Aber irgendwie finde ich es auch kacke, wie es gelöst ist, ne? Ansonsten finde ich es halt auch leider echt kacke, wie das momentan da gelöst ist. Muss ich einfach sagen, bin ich kein Fan von. Jetzt mal kurz alles auf die Level Cap. 73 ist jetzt die Level Cap, die müssen wir auch noch anpassen. Aber ansonsten ist ja wahrscheinlich eh mal Zapdos der Play. Also, das wage ich jetzt einfach mal an zu bezweifeln, dass es irgendwas Besseres gibt als Zapdos bei der Powerplant. Und den dürfen wir fangen. Wir haben ja hier keine Legi-Begrenzung oder ähnliches. Wie ich sonst gerne mal mache.
Powerplant, Cinnabar Island, Oxia City. Heißt das, dass es bei der Powerplant gar keinen Encounter gibt, außer wahrscheinlich Surfen? Achso, ich bin gerade beim Surfen, ich Idiot. Pokémon Tower. Okay, ich sehe gerade irgendwie keine Powerplant. Ah, da. Magneton, Electrode gibt's da schon mal. Ja, eigentlich beides geil. Manectric, Vikavolt, Ampharos, Togedemaru, Electabuzz. Per se auch keine schlechten Encounter, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich nur heim. So, und einmal alles auf die Level Cap setzen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und dann muss ich mir nochmal Ultrabälle kaufen, fällt mir gerade ein. Wir haben nämlich gar keine mehr gehabt. Ich glaube, Regieliken-Demo oder so. Ich glaube nicht. Stand, glaube ich, nichts von da. Tschüss, die. Ich guck mal. Regieliki. Power Plant. Possible 5-Star Raid Encounter. Ah. Ja, gut. Regieliki wäre natürlich auch nochmal geil. Also, Regieliki würde auch nochmal einiges ändern. Warte mal, jetzt lass mich erstmal nochmal Hyperbälle kaufen. Bevor wir das verpeilen. Ach, 5-Star gibt es erst nach dem 8. Orden. Da ist halt die Frage, ist Regieliki etwas, was man dann benutzt? Wenn man jetzt schon Zapdos mitnehmen kann, dann würde ich fast eher das Zapdos mitnehmen, muss ich sagen. Allein, weil das auch ein gutes Mon mit Pelipper im Regen ist, weil wir dann Hurricanes auch immer hitten und so. Ne, also alleine dafür. Oh, ich habe das Gefühl, man muss. Okay, ich speichere das jetzt einmal. Der sitzt so komisch da. Ich will wissen, ob der wirklich optional ist. Okay, der ist wirklich optional, cool. Wild Charge ist hier mal. Ja, weil dann habe ich gehört, Electrizer, cool. Bringt uns nur noch nichts. Dann schnappen wir uns jetzt einmal noch Zapdos. Ganz easy gediegen. Ich bin aufs Elektroball reingefallen. Ich bin unironisch auf das Elektroball reingefallen. Vor allem nicht mal Hisui-Elektroball, nur ein normales Elektroball wurde das irgendwie gebufft. Bitte sag, oh mein Gott. Bitte sag mir, dass das irgendwie gebufft ist. Oh. Okay, er hat Galvanize und 100 Special Attack in dem Spiel. Lernt vermutlich dann Boom Burst, ne? Da ist bisher noch kein Boom Burst da. Aurasphäre kann der per TM und Flash kennen. Wo ist Boom Burst? Wo ist Boom Burst? Boom Burst. Bumbus. Der lernt kein. Warum hat der Galvanize? Ja, gut, Schallwelle kann er halt. Oh mein Gott. I mean, wir haben ein Pokémon, mit dem wir definitiv jetzt alles outspeeden. Aber dann hätte ich halt lieber Hisui-Dings, ne? Hisui-Electrode gehabt. Weil der ist natürlich ganz geil. Der kriegt sogar Reckless. Zusammen wahrscheinlich mit Chloroblast. Das ist tatsächlich relativ wild. Mann. Okay, wird also unser Zapdos stark. Das ist. Ich will aber auch nicht, dass es im First Try klappt, ne? Ich will aber auch einfach nicht. Achso, ich könnte immer wieder gegen den antreten. Crazy. Ich will aber offensichtlich auch nicht, dass es klappt, ne? Vor allem, ich weiß auch nicht genau, was ich erwarte, was ich für ein Dings bekomme, ne? Okay, jetzt haben wir wenigstens Zugriff auf Donner, cool. Und gefühlt wird Elektroball später von jedem zweiten Mon in der Liga outspeedet. Ich bin mir sehr sicher, dass Elektroball niemals mit. Also auch nicht considered.
ist für die Liga. Der, also jetzt könnten wir uns zur Not das Reflex-Item holen. Also sollten wir jemals den Reflex-Nieten brauchen. Oh, ich will gar nicht wissen, was da jetzt drin ist. Elesaat ist da drin. Nochmal Elesaat, dann ist, glaube ich, Nacht. Okay, noch mehr Elesaat. Der wäre auch cool. Aber ich weiß nicht, wie viel der bringt. Ich weiß nicht, inwieweit wir noch gegen Schnee viel antreten. Ja, da chillt er. Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, wie er da chillt. Und ich, Vollidiot, krieg's natürlich nicht. Ja, reden wir nicht drüber. Ich weiß gar nicht, von welchem Weg aus wollen wir da jetzt am liebsten hin. Von Palette Town aus oder von Fuchsia City? Ah. Das war nicht so ganz das, was ich machen wollte, aber ist okay. Machen wir halt so. Wir sollten vielleicht auch so einen allgemeinen Squad einmal aufstellen. Warte mal, wenn wir jetzt schon da sind, dann nehmen wir uns diese Reflex-Kacke einmal schnell mit. Kannst du noch Arctos haben oder Keldeo? Ja, Arctos sehe ich mich jetzt eher nicht. Oder hat Arctos irgendeinen ganz geilen Buff bekommen? Keldeo? Finde ich wiederum schon wieder sehr interessant. Wäre auch vor allem ein Kampf-Pokémon. Yay. Okay. Der hat mir ein Leben abgegeben. Actually, das ist, glaube ich, sogar ein Trade, den ich okay finde. Jetzt habe ich halt keinen Zapdos, aber ich habe einen Lebenorb jetzt schon. Und ich habe einen Sheerforce-Mon. Und allgemein kann ein Lebenorb richtig gut sein. Ich dachte, ich krieg nur den Toxtricity-Scheißerli. Aber dann? Keldeo hat hier Sharpness. Wusste das dann auch so spezielle Attacken? Weil die dann auch unter Slicing fallen? Muss ja eigentlich, ne? Naja, dich lassen wir mal weg. Ich glaube, wir sind immer mit Raichu noch rumgelaufen. Gar keine Ahnung, wen ich alles reinnehmen soll. Blastoise vielleicht sogar. Aber ich weiß, wir hatten immer Probleme mit Bowden. Und dann... noch irgendwas cooles, bulkiges? Bronzong. Nee, Bronzong brauchen wir nicht. Secret Sword, ja, ja, das ist eigentlich ganz geil, Lucree noch. Ich glaube, das ist ein Squad, mit dem man vorerst mal rumrennen kann, würde ich behaupten. Nee, der ist doch schon passend. Den auf 73. Ich kann auch Scarf und Band sein. Erstlich könnte auch sein, das stimmt. Ja, aber, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir preppen einfach am Anfang des nächsten Streams das Team fertig, weil wir müssen ja dann nur casual-mäßig durchlaufen. Und dann kann man da ein bisschen entspannt reinstarten. Und dann haben wir allgemein nächstes Mal sogar wirklich, glaube ich, einen entspannten Start erstmal rein. Weil, ja, wir haben ja keine wilden Kämpfe jetzt erstmal. Also erstmal ist da noch ein bisschen Pause, würde ich sagen. Ich wünsche euch damit jetzt einen wundervollen Abend noch. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich dann, ich weiß gar nicht, wann der nächste Stream ist, ich glaube nicht morgen, ich glaube übermorgen. Morgen ist Donnerstag, ne? Vermutlich eher übermorgen, ja. Ja, übermorgen, Freitag. Genau, Freitag und Samstag ist noch eingeplant. Das heißt, da hören wir uns dann wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für den geilen Support, Roni. Und wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr was foodet, guten Appetit. Und ansonsten genießt ihn. Hoffentlich geht die restliche Woche schnell rum.